Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, hat die große Teresa das Evangelium von heute ganz gut erfasst mit ihrem berühmt gewordenen Satz: Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Wir neigen bis auf den heutigen Tag dazu, die Dinge gegeneinander auszuspielen, mit dem Ergebnis, dass wir am Ende nichts mehr richtig machen. Man kann das leicht beobachten, etwa in unserem Land. Ich wüsste kaum jemand, der wirklich das Fasten einhält. Und es gibt ja auch keins mehr. Es gibt ja de facto keine Fastenvorschriften mehr. Die sind ja dünner als Wasserdampf. Und dann sind natürlich auch die Festzeiten entsprechend. Aber selbst von den äußeren Dingen her, auch innerlich, wir brauchen uns nur anzuschauen, wie sehr die ganze Vorbereitung zur Beichte oder auch die Beichte selber im Argen liegt, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und dann sagen wir sehr schnell, ja, aber das steht doch hier im Evangelium selber drin, das war ja Johannes der Täufer. Dieser ganze asketische Krempel, das alles Schrott von gestern, das braucht ja keiner mehr. Das Jesus sagt ja selber, der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Aber dieses Gegeneinander ausspielen, das kritisiert Jesus ja gerade. Wir sind wie unmündige Kinder, die heute mal so und so sind, ausgeliefert ihren Launen und ihren Gelüsten. Punkt. Bis tief in die Kirche hinein. Was ist denn dann das Richtige zu tun? Dieses verborgene Wort, das Jesus am Ende sagt, dass die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen hat. Wir lesen ja in diesem Advent ohne Lücke dieses ganze Buch der Weisheit, und das ist eine wahrlich gute Lektüre. Wir sind ja gerade bei diesem großen Gebet, wo der Verfasser alle Taten Gottes durchgeht, das ganze Heilshandeln in der ganzen Heilsgeschichte Israels, um immer das Wirken der Weisheit aufleuchten zu lassen. Und so ist es auch hier bei Jesus. Die Lesung gibt uns schon einen richtigen Anhaltspunkt. Hättest du doch auf meine Gebote geachtet? Hättest du mein Wort beachtet? Wir reden heute viel über die Bibel, aber wir reden nicht mit ihr. Das wäre der eigentliche Advent. Das wäre der Inhalt dieser Festzeit, dass wir uns auf das Kommen des Wortes Gottes so vorbereiten, dass wir es endlich ernst nehmen. Dass wir es befragen mit dem, was uns bedrängt und betrifft. Wo geschieht das? In vielen gut gemeinten Bibelrunden geschieht lediglich das, dass wir unsere Subjektivismen der Heiligen Schrift in den Mund legen. Und wir sehen uns wie in einem Spiegel. Wir fühlen uns entweder bestätigt oder wir lehnen Dinge ganz ab. Das ist ein bisschen schlicht, wie so oft. Das ist kein Befragen der Heiligen Schrift, kein Ernstnehmen des Wortes Gottes, kein Akzeptieren seines Gebotes. Ein großer Trost liegt darin, was Jesus am Ende sagt, dass die Weisheit Gottes Recht bekommen hat und Recht bekommen wird. Das zu entscheiden, wann die Askese angesagt ist und wann das Gegenteil, das ist eine Sache der Weisheit, die immer nur getroffen werden kann, nicht nach der eigenen Stimmung oder das, was man halt so meint, sondern allein nach dem Wort Gottes und nie anders. Das heißt, aufrichtig den Advent halten und Christus, das lebendige Wort Gottes, erwarten.